Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf der Jagd nach dem Ticket und heute für das Spiel Dragonstorm Fantasy. Ich werde erstmal starten. Ich habe es mir ja schon heruntergeladen. Vollbild reinmachen. Ja. Und. Warten. Ich habe mir jetzt mal gedacht, von wegen, dass ich mal Blue Stack unterstützen werde. Ich habe mir da jetzt ein Jahresabo gekauft. Da kostet, was war das, 40 US-Dollar. Und mal schauen. Vielleicht gewinne ich ja jetzt noch mehr. Hoffe ich. Okay. Da ist mein Account. Und jetzt geht's los hier. Wie hoch war ich? 172. Wenn wir erstmal es abholen, was wir abholen können. Und dann wird es auch schon oh, gibt es aber viele Kisten. Ach, die habe ich schon alle geholt. Ach so, ach so, ach so. Und die muss ich noch holen. Also hier war auch so ein Cut drin gewesen irgendwo. Ah, ab hier nach unten habe ich alle. Ja, sind ja gar nicht so viel. Naja, oder irgendwie so. Keine Ahnung. Abholen. Warum habe ich die gestern nicht gekriegt? Ich habe das gestern einmal gespielt. Für die 2-Stunden-Quest. Kaufen? Ah, ich habe gestern alles ausgegeben. Oh, halbes Level. Nice. Abholen, löschen. Abholen, löschen. Abholen. Abholen. Löschen. Super. In der Gilde bin ich gestern eingetreten. Was gibt's noch hier Schönes? Stufe 3, Stufe 2 habe ich schon. Abgeschlossen. Stufe 3. Zum Dungeons. Gehen wir nochmal zur Dungeon rein. Besser die Flügel. Dann die himmlische Seele verbessern. Ah. Was kann ich hier noch machen?
tägliche Quest. Ja. Mein Beitrag. Super. Wo ist denn hier was, was ich holen kann? Gehen wir weiter. Oh, da war doch was. Nee, doch nicht. Aber hier, bestätige. Nein, auch nicht. Dann gibt es noch diese ganzen roten Punkte. Sollte meiner hier nicht normal kämpfen? Hier komme ich nicht rein. Na gut, dann gehen wir hier auf der Writer Dungeon. Fangen wir den an. Und dann wird heute gekämpft. EP-Trank verbessert. Ist sicher. Und sowas kommt heute den ganzen Tag. Kleiner Dungeon rein, zack, 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 kämpfen. Ich muss die Fee beschützen, okay. Na, ob ich das schaffe. Da ist die Chefin aus der Dungeon. Meine Verwandlung. Hier noch 28 Leben, 27, 26, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15,
14. Gleich habe ich gewonnen. Hum, hum. Und letzte Lane. Down ist er. Der finale Schlag. 3 Sterne. Super. Jetzt bei nächsten Dungeon. Ich muss noch hier was wieder verbessern. Ich möchte doch den nicht verbessern. Ich möchte den verbessern. Und geht der mal auf den Scheiß Fisch. Nee, nee, nee. Ich finde den Fisch voll doof. Ah, hier. Den. Okay, schauen wir mal zu, wie hier die Kreaturen aussehen. Was sind das? Riesenwürmer gewesen? Zombies? Und Banshee, so wie sie heißen. Der Lichtkönig mit Flügeln. Na, ich habe noch 3 Minuten Zeit für den Kampf. Scheiße, ist das auch wieder der Todesritter mit Flügeln. Ja. Aber es scheint so, dass er auch der letzte Kämpfer oder der letzte Gegner ist in dieser Dungeon. Mein Krone ist abgelaufen, was heißt das? Achso, VIP ist das. Ja. Ich kaufe mir ja kein VIP-Ticket. Wenn ich gewinne für ein paar Stunden, spiele ich damit, klar. Aber kaufen möchte ich nicht. Kein Bedarf. Okay, jetzt geht's hier weiter. Ah, da. Reittier verbessern. Der Widder, da ist er. Ah, das wäre wirklich, geht nur Fisch. Schade. Tägliche Quest abholen. Oh. Neue Quest. Ich habe gestern keine Quest gemacht. Ich denke mal, heute will ich auch keine Quest machen. Ich habe wirklich nur hier die ganzen roten Punkte durchgespielt. Dadurch war natürlich auch ein paar Quests fertig geworden. Aber so habe ich eigentlich keine Quest gespielt. Yeah, die nächste Stufe erreicht. Super. Gehen wir da raus. Und so, die tägliche Quest überspringen. Hat automatisch eine Quest gestartet. Ja, dann. Göttlicher Drache. Und schon 185. Absalom. Komischer Name, Absalom. Okay, mein Name ist ja auch nicht sehr gut. Fee 06. Erstens spiele ich einen Krieger.
Passt ja gar nicht so nach viel normal, würde ich sagen. Naja, egal. Der hält aber gut aus. Soll ich rausrennen oder? Ach, so viel Schaden macht er ja gar nicht. Mein Drachenfusion ist gleich fertig. Gleich kommt meine Verwandlung. Oh, nicht meine Verwandlung. Ich glaube, ich rufe den Drachen. Der Drache verwandelt sich gleich in eine Frau. Genau. Oh. Das war ein bisschen mehr Schaden gewesen. Schließen. Gut. How can I help you? Abholen. 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 Erwecken. Wow. Ich habe meine nächste Form erweckt. Die wollte ich eigentlich gestern schon freischalten. Ich habe es aber nicht geschafft. Gut, wir waren jetzt neuen Erfolg, klar. Nächste Erweckung gekriegt. Ist jetzt meine zweite Erweckung, glaube ich. Ne, die erste Erweckung ist das. Ich dachte, ich hätte schon mal eine gehabt. Gehen wir jetzt hier hin. I shall do as the mission commands. Juwelenplätze. Fähigkeiten kann ich verbessern. Die habe ich und nehmen wir noch die dazu, ja? Geht das? Ja. Oh, warte mal. Jetzt verstehe ich das mal gar nicht. Ich habe die genommen und die ist dann hier aus den hieraus verschwunden. Jetzt ist er wieder da. Ich dachte, ich kämpfe mit der Erweckung dann. Oh, das ist der Boss. Ich glaube, gegen den bin ich gestorben. Also gestern. Er ist Level 130, ich bin Level 185. Aber ich glaube, er zählt als Elite, weil er ja ein Boss ist. Aber trotzdem, ich bin 55 Level über ihn.
Normalerweise dürfte ich ja nicht so einen Autokampf sterben. Naja. Steht da Neues in der Gilde? Nichts. Verwendet. Ach, das war doch nicht der Boss. Ich muss doch die ganzen kleinen Würmer hier kaputt machen. Stimmt. Stimmt. War ja auch noch so. Ich glaube, ich habe gestern in der Dungeon nur einen Stern gekriegt. Wow, ich habe es geschafft. 3 Sterne. Yeah. Okay, dann nicht. Dann halt nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich die gestern. Ich glaube, gestern habe ich die auch nicht gemacht. Solo Dungeon. Jawohl. Ich habe eine E-Mail. Welches Level bin ich jetzt? 3 E-Mails habe ich sogar. Ah, ich habe keinen Platz mehr. Das gibt es auch hier. Ui. Alles voll. Die kann ich auch nicht benutzen. So was ich nicht benutzen kann. Und wo ein roter Fern unten zeigt, heißt ja eigentlich, dass ich die Sachen wegschmeißen kann. War mein besserer Sud. Oh, da. Oh, jetzt gibt es neue Sachen. Yippie.
göttliches Gebet. Zweimal. Ausrüstung. Juwelenplatz. Aufwertung. Ja, die nächste Stufe. Klasse 6. Und die himmlischen Flügel. Himmlische Seele. Auf die Queste herum. I will defend this world no matter what. So many people are competing in the trial. Who can do the most damage? I bet the Flame Maiden can help you increase your damage. This kind of single target combat is the Flame Maiden's specialty. Ausrüstung. Oh, eine Raid. Cool, noch nie gut drin gewesen. Oh, ich bin auf Platz 2. Auf Platz 1. Boah, guck mal, der Abstand von meinen zu den anderen Leuten. Aber ich glaube, das sind NPCs. Sind alles NPCs, hundertprozentig. Hundertprozentig waren es NPCs. Das waren keine Spieler. Erfolge. Juwelenplätze. Das ist gut. Mach dir mal gleich den stärksten rein. Dungeon, die kann ich nicht machen. Und die kann ich auch nicht machen. Doch. Und gerade ging es nicht. Nein. So, das ist jetzt eine EP-Dungeon. Da kann man Levels machen. Mal schauen, wie viele Levels ich mache. Ich bin 87. 187.
Und das geht 3 Minuten, also 4 Minuten geht's. Was haltet ihr eigentlich von solchen Spielen, die so einen Autokampf drin haben? Am Anfang fand ich das immer ein bisschen doof. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Und ich finde es gar nicht mal so schlecht mittlerweile. Man kann ja auch aussuchen, dass man selber spielen möchte. Ist auch teilweise besser, selber zu spielen, als über Autopilot. Weil, wenn du selber spielst, weißt du genau, was kommt, und beim Autopilot nimmt er halt einfach die nächste Fähigkeit, die frei ist. Jetzt macht er gleich den Wirbel. Ne, jetzt. Ja. Könnt ihr in den Comments was reinschreiben. Und das hat sich noch keiner auf das Gewinnspiel gemeldet. Noch gewinnt keiner. Bis Montag, also eine Woche noch. Oh ne, das ist schon heute, ne? Ne, bis nächste Woche Montag, genau. Bis nächste Woche Montag geht das Gewinnspiel noch. Und die letzten 11 Sekunden und schon 190. 3 Levels habe ich gemacht, also eigentlich nicht ganz so viel. Dafür, dass es eine EP-Dungeon ist. Was soll's. So, dann machen wir jetzt Erfolge und ich würde mal sagen, das war's auch schon für heute. Oh, ein neues Pferd habe ich bekommen. Ist das nicht schön? Tägliche Quest ist nichts in Gange. Dungeon. Die kann ich nicht machen. Also könnte ich schon, aber ist irgendwie nie eine online. Da habe ich gestern, glaube ich, 2 Stunden gespielt, das Spiel. Und war nicht einmal online und wollte das Spiel machen. Oh, da ist eine online.
Sieht so ähnlich aus. Ja? Ich wollte gerade sagen, sieht so ähnlich aus wie der, aber das ist ja der. Okay. Dann haben wir hier noch die Flügel. Müssen wir verbessern. Was war noch? Ach, hier wollte ich mal. Ach, da brauche ich noch einen anderen Spieler für. Pech-Modus. Verlieben, verloben, verheiraten, Hochzeitzug. Jo, dann. Sophia, okay. One of the most horrifying things about demons is that they juggle with the human mind. The light of hope will never die out as long as we have the chosen hero. Schade, dass das nicht geht. Ja. Ich würde mal sagen, trotzdem, ich mache hier einen Cut. Überspringen. Also die beim untersten sind Team Dungeons, da brauche ich einen Partner für und da eine Gruppe, die irgendwie nie online ist. Deswegen sind die Punkte da und hier sind immer nur die Punkte. Die muss ich noch machen, die Queste. Aber der Punkt, der ist neu. Und weg ist er auch. Also ist eigentlich alles abgeschlossen. Ich könnte jetzt noch schnell Arena machen. Dann machen wir mal jetzt 10 Kämpfe. Da haben wir einmal, meine Macht ist 1,9 Millionen. Also kämpfen wir gegen Leute, am besten die weniger wie 1,9 Millionen haben. Das 1,2. Oh, der 3 Millionen, der 2 Millionen, 1,2. 1,34 kann man noch benutzen. 1,39. 1,4. 1,4. 1,5 können wir auch noch besiegen. 1,6 3,9,1,6. Ah, ich kann nicht mehr. Das waren meine 10 Kämpfe. Dann könnte ich noch schnell Kopfgeldquest, das dauert zu lange. Geschichtsdungeon, da könnte ich schnell machen. Dann will ich nicht die hier nehmen. Den 5 Schlachtzüge. Ich kann nur eine Dungeon mal 5-mal spielen am Tag. Deswegen einmal die und dann nehmen wir die da drunter auf 5-mal. Schließen.
So. Die würde mir so lange dauern, die Quest. Sphärengewölbe, das sind die beim PvP, die PvP, die Arenen oder die Dungeon, wo man mit mehr Leuten rein muss. Was, wo ich gestern lange Zeit drauf gewartet habe, keiner kam. Deswegen jetzt auch nicht. Reicht jetzt auch nicht. Jetzt können wir nochmal schnell ein paar Sachen machen. Das war's. So. Das war's für heute. Schön. Stufe 70 soll ich sein, um die Hauptquest abzuschließen. Ich bin 192. Also muss ich ja ganz schön getrödelt haben. Bestätigen. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.